In diesem Video werden der große und kleine Kreislauf thematisiert. In den nächsten Wochen kommt eine ganze Videoreihe zum Thema Herz. Neben Aufbau, großer und kleiner Kreislauf werden auch Videos zur Versorgung, Innovation und Adaption des Herzens entstehen. Das Herz und die Blutgefäße bilden zusammen das Herz-Kreislauf-System, auch kardiovaskuläres System genannt. Hauptaufgabe dieses Systems ist die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff und Nährstoffen und der Abtransport von CO2, also Kohlendioxid. Man unterscheidet dabei zwei Kreisläufe. Da die Herzscheidewand das Herz in zwei Teile teilt, kann man es vereinfacht so ausdrücken. Die rechte Herzhälfte nimmt sauerstoffarmes Blut aus dem Venensystem des Körpers auf, pumpt es in den Lungenkreislauf, wo es mit Sauerstoff angereichert wird. Das ist der kleine Kreislauf. Aus der Lunge kommt das Blut in die linke Herzhälfte, die es durch die Aorta zurück in den Körper pumpt. Das ist der große Kreislauf. Gehen wir nun auf die vier Hohlräume und deren Aufgabe genauer ein. Zwei große Venen führen ohne Klappe zum rechten Vorhof. Die obere Hohlvene, Vena cava superior, sammelt das Blut von Kopf, Hals, Arme und Brustwand ein. Die untere Hohlvene, Vena cava inferior, transportiert das Blut aus den Beinen, Bauch und Rumpf zum rechten Vorhof. Auch das Blut, das das Herz selbst verbraucht, fließt als Sinus coronarius in den rechten Vorhof. Von dort wird das Blut durch die Tricuspidalklappe in die rechte Kammer bzw. den rechten Ventrikel gepumpt. Wie genau die Klappen des Herzens funktionieren, seht ihr im Video Aufbau des Herzens. Durch die Pulmonalklappe verlässt das Blut die rechte Kammer und wird durch die Lungenschlagader weiter zur Lunge gepumpt. Die Lungenschlagader zerteilt sich in viele kleine Arterienäste. Ort des Gasaustausches sind die Lungenbläschen. Sauerstoff diffundiert aus den Lungenbläschen ins Blut. Kohlendioxid umgekehrt aus dem Blut in die Lungenbläschen. Über vier horizontal verlaufenden Lungenvenen kommt das sauerstoffreiche Blut in den linken Vorhof und dort weiter über die Mitralklappe in die linke Kammer. Die linke Kammer besitzt die stärkste Muskulatur. Von hier wird das Blut über die Aortenklappe in die Aorta und von dort in den ganzen Körper gepumpt.